Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part, Maggie Run. Der war schrecklich, der war unschön. Und in diesem Run, oder in diesem Part, fangen wir mal was ganz Neues an. Und zwar dachte ich mir, hey, wir bringen mal ein bisschen Ordnung hier ins Isaac Let's Play. Deswegen werden wir jetzt das Projekt starten, eine ganze Runde durch die Charaktere zu machen. Und danach, wenn wir die durch haben, zwischendrin halt noch Challenges. Wenn wir den Kreis durch haben, dann sollten wir mit allen Charakteren im Idealfall alles geschafft haben. Wenn nicht, dann ist auch egal. Aber wenn wir das durch haben, dann werden wir auf jeden Fall anfangen, wieder die Mod-Charaktere fertig zu machen, wo ich schon mal angefangen habe. Oder vielleicht damit eine komplette Drehung. Also mit der Expanding of Isaac, falls ihr euch noch dran erinnert. Dann werden wir das machen. Das ist jetzt soweit mein Plan. Und falls euch aufgefallen ist, habe ich jetzt gerade eben die Auflösung von Isaac jetzt auch mal ein bisschen geändert. Ich hatte davor ja immer 1280x720, was nicht so gut ist, weil, Teleport. Kein Fan. Weil die Map dann immer einen sehr großen Teil der Karte eingenommen hat, falls ihr euch noch Hoch, Gamhard nehme ich. Ist ja nicht das, was ich wollte. Pille? Lemon Party. Oh, wäre so stark. Genau, die Auflösung, wenn ihr 1280x720 eingestellt habt, was man manuell sich hinziehen muss, dann ist immer so, dass die Karte und die Leben ziemlich viel Platz einnehmen. Wisst ihr vielleicht noch von so lustigen Stellen wie zum Beispiel dem Donatomat, wo man nie sieht, wie viel drin war, weil die Leben im Weg waren. Oder der Map oben rechts, durch die ich viele Items immer wieder übersehen habe. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal geändert und ich muss sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, weil das Bild gerade für mich ein gutes Stück kleiner ist. Aber hey, wir werden uns da schon reinfinden und ich hoffe, ich bekomme noch eine Aufladung. Weil Yamhart und Teleport, das sind so, gehören, glaube ich, mit zu den schwächsten Spacebar-Items, die man so haben kann. Böses Feuer! Ja, deswegen sind nicht so super, bin ich nicht sonderlich begeistert. Aber hey, wir machen das schon. Ich habe zwei Bomben, das heißt, ich könnte eventuell auch drüber nachdenken, den Geheimraum zu suchen. Okay, ich weiß, wo er schon mal nicht ist. Wisst ihr es auch? Gut für euch. So, und ich hoffe mal, der Boss wird nicht der Boss sein, von dem ich denke, dass er es sein wird. Ihr wisst, an wen ich denke. Ihr wisst es, ich denke an der Hund. Ich hoffe, er wird es nicht sein, aber... Ja, wir wissen ja, wie es in der Regel mal läuft, wenn ich hoffe, dass nicht der Hund kommt. Manchmal kommt er dann auch tatsächlich nicht, aber in der Regel schon. Das wäre ziemlich uncool, weil ich aktuell auch nicht den Damage mache, mit dem ich dann wirklich sagen würde, hey, ich will gegen der Hund kämpfen. Absolut nicht. Nee. So, sprechen wir uns da erstmal durch. Shit! Ich war mir ziemlich sicher, dass da der Geheimraum ist. Ah, das ist eine größere Ebene. Das ist gut. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es nervig. Auf der... Ja, hauptsächlich ist es gut, weil wir dadurch sehr viel wahrscheinlicher noch eine Aufladung zusammen bekommen. Moment, ja doch, wir bekommen noch eine Aufladung zusammen. Oh, komm schon! Dieser Raum. Dieser Raum. Wir müssen jetzt einen Spawner ausschalten. Oh, danke, 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 danke. Oh, der zweite ist auch tot. Okay. Nur noch der nervigste Spawner von allen. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Räume hier hasse. Mit so vielen Viechern, die sind schrecklich. So, aber jetzt, okay, hier haben wir den Raum. Und ich hoffe, links ist jetzt noch ein Gegner im Raum. Das wäre ziemlich gut, weil dann bekommen wir unsere Aufladung noch zusammen. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt und können kein weiteres Item in dieser Ebene mitnehmen. Mit kein weiteres meine ich, oh, wir haben ja noch einen Raum. Wundervoll, wir bekommen noch eine Aufladung. Shit, du kleiner Kackkopf, du. So, und ich... dreh nicht durch, Alter. Bleib ganz ruhig, nicht tänzeln, nicht tänzeln. Ich spiele gleich Musik aus den 30ern ab und dann will ich dich nochmal tänzeln sehen, Arschloch. Okay, hätten wir soweit geklärt. So, sprechen wir den mal weg. Wir bekommen ein Soul Heart. Muss ich leider mitnehmen. Weil wenn wir gegen der Horn kämpfen, ich kann nicht garantieren, wie viele Leben ich da verlieren werde. Ich kann dafür nichts garantieren, Leute. Das ist schrecklich. Aber Geheimraum, Geld. Drei Bomben, finde ich auch gut. Da sind Tinted Rock. Kann sein, dass die voll auf den Geheimräumen sind. Ich glaube nämlich schon. Oh, noch ein Soul Heart. Nehmen wir natürlich auch mit. Weil es natürlich höher gewesen wäre, wenn ich das jetzt hier gelassen hätte als Notfallreserve. Aber, ja, was soll's. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Boss, hauen ihm auf die Fresse. Und danach geben wir das Item Reroll. Das wird super. Aber eine wichtige Sache habe ich natürlich vergessen, auf den Ziel zu schauen. Das mache ich nicht, aber das habe ich trotzdem vergessen. Und die andere wichtige Sache, die ich vergessen habe, ist natürlich nach eure Wohlergehen zu fragen. Wie ergeht es euch denn so, meine lieben Zuschauer von heute? Sind nicht unbedingt dieselben Zuschauer wie gestern oder letzte Woche. Ich meine, irgendjemand schaut... Das wäre interessant eigentlich zu wissen. Wie viele neue Zuschauer habe ich so pro Video oder so? Gibt es ja auf YouTube seit kurzem so eine Statistik, wo man anschauen kann, wie viele die Videos von Abonnenten und Nicht-Abonnenten angeschaut werden. Ist ganz interessant. Bei MOP sind es zwei Drittel MOG sind es zwei Drittel Nicht-Abonnenten und hier bei MOP ungefähr die Hälfte. Deswegen, wenn so ein Isaac-Part durchschnittlich, keine Ahnung, sagen wir 8000 Mal angeschaut wird, wie viele Leute davon kennen mich da dann schon? Wie viele sind erschreckt, was sie sich da anschauen? Das wäre mal interessant. Ja.
Wahrscheinlich ist für niemanden interessant, außer für mich. Aber für mich wäre es durchaus interessant. Lasst euch da nichts vormachen. Willkommen! Sag mal. Ach komm schon, 1 Cent mehr hätte auch noch drin sein können, oder? Hör auf damit. Bullshit! Aber gut, wenigstens sind wir jetzt schon mal 3 nutzlose Spacebar-Items. Relativ nutzlose Notched Eggs hat sicher in irgendeiner Parallelwelt, Moment mal, ihre Vorzüge, aber nicht in dieser hier. So, ich möchte jetzt gern versuchen, noch die 5 Münzen zusammen zu bekommen. Oh, und schaut mal, wir können sehen, wie viel im Donatomat drin ist. Wow! So. Allerdings will ich mir natürlich nur eine Münze raussprengen. Die will ich machen, damit ich in der zweiten Ebene eventuell einen Arcade-Raum bekomme. Jetzt übrigens, habe ich das schon mal erklärt? Das hängt übrigens davon ab, wie viele Münzen man in der Ebene davor hat. Also auf jeder zweiten Ebene, also Ebene mit einer zweiten, in dem Fall im Keller 2, kann ein Arcade-Raum gespawnt werden. Wenn man im Raum davor mindestens 5 Münzen dabei hatte. So, deswegen ist immer ganz ratsam, wenn man in der ersten Ebene, nach Möglichkeit, ich sehe nichts, nach Möglichkeit 5 Münzen dabei hat, denn da kann man dann im Arcade-Raum ein bisschen Geld farmen. Ihr kennt ja den Blutspendomat, wenn man da sein Blut spendet, also seine roten Herzen, dann zählt es auch nicht als Damage an den roten Herzen, den man genommen hat, sondern, ja, du bekommst einfach Geld dafür und kannst es frei machen, so oft du willst. Oder so oft es dir möglich ist. Und das ist eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Ich möchte auch mal anmerken, das war knapp. Und dann möchte ich anmerken, dass dieses kleine Bild mich immer noch zutiefst irritiert. Der D4, da haben wir ihn! Wollen wir einen D4-Run machen, Leute? Wisst ihr was, wir machen D4-Run. Das ist jetzt... Ich weiß, wer Isaac bei anderen Leuten schaut, der ist bestimmt schon... Er hat schon keine Lust mehr drauf, aber wir machen es jetzt. Wie viele Items haben wir denn? Ein Item. Lohnt sich das eine Item zu rerollen? Wahrscheinlich ja. Ich meine, ich glaube, Papier kann man nicht verlieren. Das heißt, es ist eigentlich eine... Das wäre eigentlich eine clevere Entscheidung von mir. Wir machen es jetzt so und wir bekommen... Oh, Slow-Effekt oder so. Spider-Bite müsste das sein. Nett. Nicht fantastisch, aber ist okay, ist okay. Allerdings gefällt mir dieser dunkle Spinnenspawner-Raum übrigens überhaupt nicht. Denn ich sehe nichts! Oh, geh weg, große Spinne. Seid nicht so schnell unterwegs, ihr kleinen Spinnen. Seid bitte nicht so schnell unterwegs. Ich glaube, mit dem D4 kann man keine Items bekommen, die man noch nicht freigespielt hat, oder? Fällt mir gerade so auf. Weil die Sache ist, wenn man den Eden Run macht, beziehungsweise in den 6er Raum irgendwo geht, in der Ebene. Kennt ihr 6er und 1er Räume, die würfeln die Items alle durch. Da kann man dann auch Items bekommen, die man noch nicht freigespielt hat. Das heißt, wenn... Oh Gott. Das war mies. Achso, ich spawn jetzt... ich spawn Spinne, wenn ich getroffen werde. Nehmen wir so. Also, genau was ich sagen wollte. Zum Beispiel, wenn man einen Eden Run hat, da könnte man theoretisch Eden Runs abfarmen, um an irgendwelche Items zu kommen, die man noch nicht frei hat. Damit man den Eintrag davon hat. Zum Beispiel, sagen wir mal, den Godhead, denn mit dem könnte man starten als Eden. Soweit ich weiß. Bei Eden bin ich mir nicht sicher, aber man kann ihn auf jeden Fall mit den 6er und 1er Räumen bekommen, zum Beispiel, obwohl man ihn noch nicht frei hat. Das ist ganz interessant, wie ich finde. Und ich glaube, mit dem D4, da weiß ich nicht, ob man das auch bekommen kann. Darauf wollte ich hinaus. Dankeschön. So, und ich würde sagen, wir gehen los. Oh, Mann! Das war so klar. Alter, kleiner Haunty, du kleiner Drecksack. Aber wir haben Bomben, das heißt, das Ganze ist im Idealfall nicht ganz so übel. Und bam, okay. Dann klatschen wir noch eine Bombe für den Haunten. Dann wird er bedient. Ja, das war noch nie eine gute Taktik. So. Und nicht feuern. Fuck! Und schon haben wir es verkackt. Oh, komm schon. Oh Mann! Ich möchte mal anmerken, das war gar nicht mal mein schlechtester Hornkampf. Ich war nur zu mutig. Dann habe ich es verkackt. Und wir bekommen mehr HP. Das ist übrigens eine gute Sache. Weil die HP bleiben ja, soweit ich weiß. Allerdings ist auch gleichzeitig keine so gute Sache, weil wir gehen erstmal in den Shop. So, was haben. Oh, Mamski, Mamski. Ah, mein Gott. Ich kann nicht anders. Mamski. Humbling Bundle. Okay, ich würde mal sagen, um Bomben oder Münzen oder so, müssen wir uns in diesem Run keine Sorgen mehr machen. Denn die werden uns nicht mehr ausgehen. Das ist ziemlich super. Ich glaube, ich schaue mal in den Curse Room hier rein und wir bekommen... wir machen es einfach mal. Oh, Guppy's Paw. Shit, der D4 ist weg. So, noch eins weg. Geh raus, Isaac. Sag mal, Isaac, willst du mich verarschen? Okay, wir haben jetzt 2 Herzen hier verloren. Aber hey, ich würde sagen, insgesamt hat es sich tatsächlich gelohnt. Die Kiste... nee, ich lasse es mal, ich lasse es mal. Und schau, was wir jetzt für eine Spinnenarmee haben.
Dank dem Schwachsinn, den ich da gemacht habe. Bezaubernd. Und ich glaube, ich muss euch leider enttäuschen, liebe Leute, die vielleicht gehofft haben, dass ich jetzt, wie ich eigentlich angekündigt habe, mit Isaac wollte ich ja immer auf Engelsräume spielen. Werde ich jetzt in dem Fall eher nicht mehr machen, weil ich denen die Six weggegeben habe. Aber hey, dafür haben wir in die Four Run. Yay, die Four. Black Candle wäre eine Sache, die ich unfassbar gerne hätte. Okay. Hier haben wir jetzt unsere erste Devil Deal oder Angel Deal Chance. Die dürfen wir nicht verkacken. Oh, so viel Geld und so viele böse Bomben. Böse, böse, böse Bomben. So, stirb mal. Habt ihr eigentlich in letzter Zeit so die, oh Gott, die Updates, die es so zu Afterbirth gibt im Auge? Ich meine, okay, ich bin mir sicher, oh, sehr gut. Bin mir sicher, von dem Pokéball-Item muss ich niemandem erzählen, das haben alle mitbekommen. Was ich ganz interessant finde, was er angekündigt hat, also Afterbirth ist, was ihr jetzt nicht wusstet, das DLC für Isaac, das wohl, soll es noch im Jahr 2015 kommen? Ich meine ja, ich weiß es nicht. Sommer 2015, war das so geplant, angepeilt dafür? Ich meine ja. Oh, ich habe Heimling Bundle und Mom's Key gekauft und ich habe die Four. Will ich jetzt überhaupt noch weiter die Four? Ich weiß es gar nicht. Oder will ich normalen Run machen? Mal schauen. Sagen wir, der nächste Devil, die wird entscheiden. Oder das nächste Item im Goldraum. Oh, so stark. Ich will es nicht weggeben. Aber ich muss. Was haben wir jetzt? Holy Mantle. Okay, Leute, es tut mir leid. Und ein Luck-Up, das ist echt stark. So, genau, Afterbirth. DLC für Rebirth. Und da gibt es ja immer wieder... der gute Edward McMillan, der Typ, der dahinter steckt. Oh, hätte ich nicht drüber laufen sollen. Der haut da ja immer so ein paar liebliche Infos auf dem... auf Binding of Isaac.com oder so raus. Und da kam dann zuletzt die Info, dass die Trinkets wohl anders eingesetzt werden sollen. Oder ein bisschen cooler werden im Afterbirth. Was ich ganz interessant finde, also dass die dann zu Kombos beitragen sollen. Und nicht nur sowas wie zum Beispiel, hey, wenn du das Trinket hast, dann findest du mehr Münzen oder so. Weil sie ja die meisten Trinkets hier machen. So wirklich, dass die auch coolere Sachen machen. Ich vermute mal sowas wie, keine Ahnung, sagen wir mal wie Cancer. Halt mehr als nur so einen kleinen Bonus immer. Ja, und das war eigentlich auch schon alles. Gern geschehen. Gern geschehen. Ich teile solche Infos gerne mit euch. So, und... oh, ich habe zwei... oh, Leute! Ich will diesen Run nicht mehr rerollen. Der ist halt echt gut jetzt. Okay, jetzt... ist ja gut! Sehr gut, ihr Spinnen. Bleibt mal ganz ruhig. Und Isaac trifft bitte. Dankeschön. So, wir gehen weiter. Das Problem ist nicht, wenn ich mit dem Defoe jetzt weiter reroll... oh, danke, Gimpy. Dann ist das Problem... ach, komm schon, was mache ich denn da? Dann ist das Problem, dass wir früher oder später sauschwach werden und ein richtiges Problem bekommen werden. Ich meine, mein Damage ist jetzt schon richtig mies und der wird mit dem Defoe, soweit ich das mitbekommen habe immer, der wird immer niedriger, je öfter man ihn einsetzt und das ist halt echt nicht cool. Und würdet ihr euch bitte mal treffen lassen? Meine Fresse, jetzt... ihr Scheißviecher. Also lasst euch treffen. Alter. Dankeschön. Eine gute Sache hat der Defoe auch. I can see forever. Finde ich gut. Und zwar die Tatsache, dass wir... ich hätte da keinen Schaden beim Bein nehmen müssen. Egal. Und zwar das Gute, die Tatsache, dass wir, wenn wir zum Beispiel einmal Guppy werden, dass wir auch Guppy bleiben. Das ist ein Zustand, den man uns nicht mehr nehmen kann. Und wir haben schon das erste Guppy-Item. Deswegen, und ich glaube, zusätzliche Leben, die man hat, die kann man einem auch, die können einem auch nicht mehr weggenommen werden. Es hat alles schon auch seine Vorteile, muss man sagen. Ich glaube, wir werden bei der nächsten Gelegenheit nochmal... ne, wisst ihr was? Wir werden jetzt mit dem Zeug, das wir jetzt gerade haben, werden wir dann noch die Bosse herausfordern. Wobei, ich sollte vorher noch zu den Item räumen, weil vielleicht ist da Crap drin. Ah. Ich habe Holy Mantle. Aber mein Damage ist echt mies. Health up. Was soll ich denn jetzt machen? Will ich jetzt echt weiter durchsuchen oder... Moment mal. Cool. So, wir nehmen uns den ganzen Crap hier natürlich noch mit. Den kann uns niemand mehr nehmen. Und dann schauen wir zum Boss. So. Doppel Duke of Lies. Hey, Alter, das ist eine Bombe. Wie gefällt dir das? Ach du Scheiße. Entschuldigung, würdet ihr bitte die Bombe fressen? Dankeschön. Oh, so gut, wenn man gegen den Duke of Lies, wenn man schon kein Damage macht, wenn man wenigstens ein paar Bomben hat. Oh, es ist so gut. Ich meine, schau dich das. Geh rüber, Bombe. Ja, das war
War nicht das beste Beispiel für das, was ich zeigen wollte, aber okay. Ihr verzieht euch mal, ihr Fliegen. Keine Zeit für euch. Blutfliegen! Waren Blutfliegen aus Gothic? Ich glaube schon, oder? Aus Gothic? Ich glaube. Ist ja egal. Blutfliegen. Geht weg. So, und du stirbst, dankeschön. Okay, dann entsorgen wir noch den Rest und dann haben wir das hier auch wundervoll geschafft. Und wir kommen dann fast den Devil Deal. Meat nehme ich mit. Megamor! Was geht ab, Megamor? Du bist ein nerviger Typ, Megamor, weißt du das? Weil ich sagen muss, ich finde ihn auch nicht mehr so nervig wie anfangs. Da hatte ich riesige Probleme, dem Feuer auszuweichen immer. Okay, ich will nicht sagen, dass ich jetzt keine Probleme mehr damit habe, aber riesige Probleme sind es nicht mehr. Ich hatte sogar mal, warte mal, wenn man da stand oder so, ja, keine Ahnung. Da hatte ich auch irgendwann mal so eine coole Stelle, wo man dann von dem Feuer nicht getroffen werden kann. Kann auch sein, dass die rausgepatcht wurde. Keine Ahnung. Du doch nicht zur Sache. Megamor. Böse bitte sterben. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass er Megamor heißt und nicht Megaman. Ich habe ihn immer Megaman genannt. Fällt mir besser, der Name, versteht ihr? Die Seite werde ich mit Freuden rerollen. Was haben wir hier? Brimstone. Ups. So, Leute, ich möchte mal anmerken, wir haben jetzt hier einen Run, der, da könnte ich mir sicher zustimmen, der durchaus erfolgreich werden würde. Ich meine, wir haben Brimstone, wir haben Holy Mantle, wir haben Gimpy, wir haben alles eigentlich, was zu einem coolen Run gehört, damit der Mann den gewinnt. Aber wir machen das hier. Ach du Scheiße, ich habe den Tanuki. Nett. Okay, und wir haben Nukulaträdern. Aber wir haben auch Mom's Wick. Ach du Scheiße. Wobei, dieser Raum ist nicht so schlimm. Der ist nicht so schlimm. Man muss nur wissen, dass man immer in Bewegung bleiben muss. Das ist ganz wichtig. Und wir haben verschiedene Tiereffekte. Das ist auch nett. Immer in Bewegung bleiben, Leute. Dann kann euch in diesem Raum nichts passieren. Das ist ganz wichtig. Der ist nicht so gruselig, wie er aussieht. Och, komm schon. Würdet ihr bitte... Danke. Och, komm schon. Danke, Spinne. Mom's Wick funktioniert übrigens so, dass man... Ich glaube, für alle, je nach Glückswert, für alle 30 Tiers oder so, die man abfeuert, dann eine Spinne spawnt. Und ja, dabei... Oh, helf ab. Und ja, dabei ist es auch egal, ob die Tiers was treffen oder so. Wenn ihr Bescheid wisst, so funktioniert Mom's Wick. So, ich glaube, ich sollte auch mal ein bisschen losgehen, mein Geld donaten. Ich meine, früher oder später werden wir durch die ganzen Rerolls sowieso den Quarter bekommen. Wenn wir den Quarter haben, dann haben wir sowieso jede Menge Cash wieder. Ja, Rerollen klingt nach einem guten Plan. Abel. Dich werde ich ja mit Freuden rerollen, mein Freund. Doch, insgesamt unsere aktuelle Item-Kombo. Ich glaube, der Damage ist nicht so übel, wie er sein könnte, aber... Ich denke, ich erzähle hier niemand was Neues, wenn ich sage, er könnte auch durchaus besser sein, auch insgesamt. Habe ich eigentlich auch keine Lust auf die Nukular-Tiers. Die sind nicht so mein Favorit, ehrlich gesagt. Das war interessant. Oh, du lebst ja noch. Hi. So... Wo ist der nächste Goldraum? Der nächste Goldraum, bitte. Entschuldigung, Jungs. Ich suche einen Goldraum. Habt ihr irgendwo einen Goldraum gesehen? Ein Goldraum. Goldene Tür. Item drin. Ja, habt ihr gesehen? Nein? Okay, dann... Dann machen wir das anders. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich den Default-Run wirklich gut finde. Ich meine, der kann uns richtig in die Scheiße reiten. Brimstone können wir da auf keinen Fall rausbekommen. Weiß gar nicht, ob man insgesamt Devil Deal Items bekommen kann. Doch, wir hatten Headless Baby und... Wohl Headless Baby und Gimpy kann man auch so bekommen. Alter, das war cool. Und... Wusch, wir haben eine gute Range. Fuck. Naja, vielleicht auch gut so. Okay, gleich können wir wieder rerollen, Leute. Aber vorher würde ich ehrlich gesagt noch gern zu dem zweiten Itemraum gehen und schauen, ob da irgendwas Brauchbares drin ist. Wenn was Brauchbares drin ist, dann werden wir es nicht rerollen. Wenn Bullshit drin ist, der kommt weg. Bullshit, nicht mit mir. Na, ich bleib bei der Lemon Party, dankeschön. Das war sehr gut. Okay. Schlüssel, komm mit mir mit. Ah, halbes Herz nehme ich natürlich auch gerne mit. Dann sollten wir echt schauen, wo der... Hier ist nicht der Itemraum. Ich dachte, hier wäre der Itemraum. Oh, Bullshit. Ich werde doch zu oft... Oh, der Joker. So stark. So stark, der Joker. Eigentlich, ja gut. Warten. Schauen wir, ob wir irgendein brauchbares Trinket rausbekommen. Okay, hat kein brauchbares Trinket gegeben. Nehmen wir Pushpin. Der Pushpin. Seht ihr? Manchmal bekommen wir coole Dreiecke als Tiers. Alter, das ist ziemlich fancy. Ernsthaft, wo ist der zweite Goldraum? Ich suche...
Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass ich ihn auch, dass ich beide Itemräume hätte skippen sollen. Wobei, wir werden eh alles rerollen wieder. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ich meine, wir hatten vorher einen Run, der uns den Run gewonnen hätte. Von den Items her. Und wir haben alles weggegeben. Das mache ich nur für euch, Leute. Weil ihr die Rerolls sicher liebt. Das ist der Super Mega Random Run. Hi. Ich bin MOP. Ich mache den Super Mega Random Run. Meine Fresse, was? Oh. Das ist ein interessanter Raum. Ach, komm schon, ihr Scheißviecher. Ich habe auch echt gute Tiersgeschwindigkeit, glaube ich. Was haben wir da? Keine Ahnung, was die 3 macht. Ne, ich habe absolut keine Ahnung. Ist die 3 das, was alle Items, die auf dem Boden liegen, rerollt? Egal, wir watschen mal in die 3 rein. Und dann sind wir reingewatschelt. Bezaubernd. Ja, aus der Münze wurde eine Bombe. Super. Reroll! Sieht gut aus. Oh, Rubber Zement. Oh Gott. Das sieht wirklich gut aus, was wir da haben. Ich meine, die Range könnte besser sein, keine Frage, aber... Naja, es sind beide Richtungen gleich nicht weit. Ich wollte gerade sagen, fliegen die aus dem Hinterkopf weiter, aber nein, tun sie nicht. Oh, das ist wieder ein Run, den ich lieber behalten würde. Black Candle nehmen wir... Ach, das ist doch dumm, warum nicht die Black Candle mit? Das bringt mir doch nichts. Habe ich da gerade ein schwarzes Herz? Kommt das für die Black Candle vielleicht? Jetzt wird donated. Hardcore. Alter, Hardcore donated. Okay, und wir gehen weiter. Wir sind schon wieder richtig langsam unterwegs. Aber hey, diesmal habe ich eine Ausrede. Ich habe eine Ausrede. Ich musste... Ich habe keine Ausrede, aber... so viele Schlüssel. Ah, fuck. Okay. Ich habe es versucht. Bin gescheitert. Aber ich habe es versucht. Darum geht es auch letztendlich, oder nicht? Oh, und ich merke gerade, ich bin gar nicht mal schnell unterwegs. Ne, ich will keine Pille. Ich will eigentlich gar nichts, will einfach nur weiterlaufen. Ein Speed-Up hätte ich dann doch ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten bin ich glücklich. Ich glaube, der Damage sollte auch nicht super gering sein. Es sieht eigentlich ganz okay aus, was wir hier haben. Ich meine, da sind ein paar fette Tiers hier. Nicht übermäßig fett, aber ein bisschen. Also kann sich nicht beschweren. Oh, ich habe den Brimstone Bag rerollt. Was habe ich mir dabei gedacht? Ah, vielleicht haben wir ein Guppy-Item. Wow. So viele Guppy-Items. Wahnsinn. Okay, ich habe mich getäuscht. Der Damage ist mies. Der ist nicht so gut, wie er aussieht. Lemon Party. Kommt her, meine Freunde. In meine Lemon Party. Oh, und wir haben den kleinen Deadbird. So, die Lemon Party werde ich ja sowas von zum Boss mitnehmen. Oh, bei der Damage. Der ist okay. Weil der Deadbird gerade mehr Damage anrichtet als ich. Und meine Fresse, es sind ein paar giftige Tiers, die wir hier haben. Okay. So, was haben wir denn? Hi, ihr alle. Hi. Och, komm schon. Nee, das ist nicht stark. Das gefällt mir nicht. In Bewegung bleiben. Dann können die Bonis dich nicht treffen. In Bewegung bleiben. Dann können sie dich nicht treffen. Siehst du? Das habe ich gesagt. Und so war es dann auch. Ah, Range Up, Speed Up. Irgendwas hätte ich jetzt gerne. Oder? Oh, das war dumm. Das war so dumm. Ich bin zu langsam. Nein, was mache ich da? Oh Gott. Musst du erst an den Donatomat laufen, du Dummkopf. Okay, das war... Oh, ein Fünfer. Mehr zu mir, dankeschön. So, jetzt zusammenreißen. Ich habe gerade viele Soul Hearts verloren und das war ziemlich dumm und ich hätte das nicht machen sollen. Egal, wir werden jetzt dann sowieso alles wieder rerollen und dann wird alles wieder gut, Leute. Und ob wir einen Devil Deal bekommen oder nicht, ist eigentlich sowieso egal, weil erstens habe ich eine Joker-Karte und zweitens werden sowieso mit jedem Reroll mehr rote Herzen bekommen. So ziemlich kacke. Deswegen macht es eh keinen Unterschied. Na, wisst ihr Bescheid. Stirb. Habe ich eigentlich Guppy's Tail? Nee. Warum finde ich so viele Kisten? Apropos Guppy's Tail. Guppy werden würde mir ungemein weiterhelfen. Ach komm schon, du Kackviech. So, Reroll! Was zum... Okay. Na gut, siehst gut aus. Kein Stompy. Nein? Okay. Betäubungsbomben.
Das war eine miese Ausbeute. Aber hey, ich glaube, der Damage ist immer noch richtig mies. Das scheint mir relativ kleine Tiers zu sein. Das war dumm. Oh, der ist richtig mies. Oh Gott, ist das schlimmer Damage. Ich glaube, den meisten Damage macht hier gerade Lil Gish. Och, komm schon. Aber wir haben wieder Soul Hearts bekommen. Seht ihr, davon rede ich. Wir bekommen immer mehr Herzen und Shit dazu. Deswegen ist alles nur halb so gefährlich. Muss ich raten, da kommt jetzt Cricket's Head aus der Kiste. Oh. Okay. Dann nicht. Dann kein Cricket's Head. Ist okay. So, wenigstens sind wir wieder ein bisschen schneller unterwegs als zuvor. Das hilft auch schon ein bisschen weiter. Wobei es halt auch echt nur ein bisschen weiter hilft. Oh, komm schon. Dankeschön. So, und wir haben jede Menge Bomben. Ich glaube, wir haben nur die Pupi-Bomben aktuell, oder? Haben wir sonst Bombeneffekt? Ich glaube nicht. Oh, noch ein Joker. Das heißt, wir gehen mal in den Shop rein. Kämpfen gegen Greed. Sind ein bisschen enttäuscht deswegen. Und dann sehen wir weiter, was wir danach machen. Shielded Tears, ihr habt mich sehr stark enttäuscht. Damit ihr Bescheid wisst. Sehr, sehr enttäuscht. So, jetzt kommt Greed. Ja, mit komm meine ich, geh weg. Alter. Spawn deine Viecher nicht in mir drin. Okay, das heißt, im Shop können wir auf jeden Fall schon mal nichts kaufen. Wir benutzen einfach mal den Joker. Oh, Junge, Krampus. Darauf habe ich mich ja gefreut. Aber hey, ich hatte keinen Grund, die Joker-Karte jetzt nicht einzusetzen. Ich meine, für mich gibt es eh keine Möglichkeit, dass ich die zweite eventuell hätte noch mitnehmen können in die nächste Ebene. Ah! Alter, Krampus! Wisst ihr, was mich an unseren Items gerade ein bisschen traurig macht? Es ist mir nicht möglich, nochmal Holy Mantle zu bekommen. Den bekommen wir nicht nochmal. Mein Damage ist so schlecht. Hey, ich kann einmal wiederbelebt werden. Das ist interessant. Ich glaube, das ist auch die Sache, die uns in diesem Run hier zum Sieg führen wird. Wir können wiederbelebt werden. Ich meine, irgendwann werde ich Judas Shadow haben. Und dann, wenn ich Judas Shadow habe, dann nehme ich auch vielleicht auf... Dann höre ich vielleicht auf, dummen Schaden zu nehmen. Oh. Wenn wir Judas Shadow haben... Dann werden wir voll stark, wenn wir als der wiederbelebt werden. Ein guter Plan. Ich weiß. Ah. Bitte noch ein Reroll. Ich mag unsere aktuelle Combo nicht. Ich frage mich, ob ich irgendwann nochmal bei einer Combo bleiben werde von Items. Ich meine, aber jetzt wird es jetzt die nächsten paar Rerolls nur noch bergab gehen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da wird nichts Cooles rauskommen. Das wird ziemlich scheiße. Aber hey, das wird schon. Wird schon alles. Stimmt's, Hollow in der Ecke? Spielt mit, Kinder. Wir spielen Hollow in der Ecke. Ihr stellt euch in die Ecke und ich töte euch. Ist ein spaßiges Spiel. So. Oh, geht alle weg von mir. Haltet Abstand. Von mir. Oh, wie viel dieses Gehirn gerade aushält. Wie viel alle gerade aushalten. Okay, kein Schaden genommen an der Stelle, das war gut. Caskian ist auch tot, das ist auch schon mal sehr gut. So, jetzt muss ich euch noch alle killen irgendwie. Irgendwie. Würdet ihr bitte sterben? Ja, nee, mit den aktuellen Items will ich echt nicht gegen den Boss kämpfen. Das ist super schwach. Schaut euch das an. Das ist lächerlich. Wenn wir gegen Cage oder so kämpfen, dann... Meine Fresse, es wird Jahre dauern. Was haben wir jetzt? Oh. Oh, okay. Tier's up! Haben wir immer noch Shielded Tears? Fuck! Okay. Wisst ihr, vielleicht bleibe ich bei der aktuellen Combo. Scheint mir ziemlich cool zu sein. Boom! Sie ist ziemlich cool. Boom! Wird mich wahrscheinlich selber umbringen, aber... Hey. Minimasch. Ist das Monstrous Lunge oder was habe ich denn da eigentlich? Stirb. Und die Shielded Tears sind gefährlich mit Epic Hack, Leute. Und wisst ihr, was passiert? Wenn wir mit Epic Hack jetzt irgendein Projektil treffen, dann geht das voll in die Luft. Justice. Kommt alle her zu mir. Jera. Interessant. Bringt mir leider nichts. Na, vielleicht finden wir irgendwo noch ein Soul Heart. Dann bringt mir Jera was. Boom! Alter! Und, komm schon. Ups. Shit. Oh!
Es ist schwer, in der richtigen, richtigen Abstand zu den Gegnern zu bleiben. Doch insgesamt ist es schwer, damit zu zielen aktuell. Denn die fliegen nicht so weit, wie sie sollten. Also überhaupt nicht. War da nicht einer? Da war doch noch... Da ist einer! Stirb! Oh Gott. Angsteinflößend. Habt ihr gesehen, wer die in die Luft gejagt hat? Ja, ich glaube, das ist auch nicht die Kombo, mit der wir den Run bestreiten sollten. Ich habe da so meine Zweifel. Hab da so meine Zweifel. Boss, hi. Gish! Ich habe auch so meine Zweifel, dass das überhaupt stark sein wird. Ja, es ist nicht übel. Es ist nicht übel. Wenn Gish mal aufhören würde, die ganze Zeit wegzuhüpfen, dann... Alter, okay, wenn es richtig aufgeladen ist und trifft, dann macht es schon Schaden. Kann man ja nichts gegen sagen. Moment, da waren wir schon. Hätte ich jetzt gegen Krampus gekämpft, wäre alles cooler gewesen. Aber wisst ihr, was ich glaube ich machen sollte? Ich glaube, ich sollte versuchen, irgendwo ein schwarzes Herz herzubekommen. Oder zwei schwarze Herzen oder so. Oder ein blaues Herz. Oder irgendwas. Und dann machen wir eine Jera-Rune drauf. Zumindest mein Plan. Okay, kein Ge... Oh. Verdammter Pupi. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Okay. Ich weiß auch nicht, wo ich ein blaues Herz hernehmen soll. Ich glaube, ich gehe mal eben in den Goldraum, nehme die Jägerrune mit und dann werfen wir einen Blick in den Cursed Room. Weil vielleicht finden wir da blaue Herzen. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Komm schon. Komm schon! Oh. Puberty. Health up. Soll's. 2 HP-Ups sind, glaube ich, besser als kein HP-Up. Denke ich. Ja. Oh Gott, wir kommen jetzt in die Ebene vom Marm, Leute. Das ist beängstigend. Weil, ich meine, das ist wirklich solider Damage hier mit Epic Hack, aber es muss leider wieder verschwinden. Weil es doch so zu lame wäre. Ich meine, es ist jetzt nicht direkt lame, aber irgendwie, doch, irgendwie schon. Ach du Scheiße. Oh, wir haben Epic Hack und Mums Cursed Eye. Oh, das erklärt einiges. Haben wir da ein schwarzes Herz? Nein? Ich glaube, ich will noch ein, zwei Räume machen. Ehrlich gesagt, will ich mit den Items hier auch ganz gerne gegen Mom kämpfen. Stirb. Oh, Geheimraum. So, wir schauen noch, ob wir ein schwarzes Herz irgendwo finden. Unsere Slunge wäre mit Epic Hack sehr viel interessanter übrigens. Chariot, interessant, ist mir aber eigentlich egal. Oh, Kacke. Ich wollte eigentlich den Typen an die Luft sprengen. Wir nehmen das Soul Heart mit. Wir nehmen das Herz mit und wir donaten. Okay, dann trinke ich mal ein Schlückchen. Denn das wird noch ein langer Run, Leute. Es wird noch ein langer, langer Run. Und ich glaube, ich sollte jetzt echt rerollen, bevor ich mich noch komplett selber umbringe. Und Donate Tomat, ich bin ein bisschen begeistert davon, wie viel gerade nicht reinpasst. Du alter Gierschlund, du. Der bekommt den Hals nicht voll. Schaut euch das an. So, was haben wir hier? Oh. Oh. Oh nein, die Guillotine. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh, ich habe auch noch... Ich habe immer noch Mums Eye. Sag mal, verschwindet Mums Eye nicht? Kann das sein? Das ist gerade... Oh Gott. Mir gefällt es gerade nicht, in welcher Situation ich mich wiederfinde. Oh Gott, ich kann damit nicht umgehen. Oh Gott, kann ich damit nicht umgehen. Mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Technology oder so. Das ist, ist mein kleiner Begleiter. So, aber eine Sache weiß ich. Und das ist, wir haben voll viele Bomben. Hot Bombs, um genau zu sein. Da unten haben wir kein Geld drin, oder? Oh, komm schon. Oh, eine Gratis-Batterie. Danke. Okay, wisst ihr was? Das gefällt mir. Das gefällt mir damit. Ja, das nehmen wir. Finde ich gut. Bin ich ein Fan von. Vor allem habe ich kein Cursed Eye mehr. Kein Cursed Eye mehr zu haben. Oh, das ist so viel wert. Ich meine, ich kann jetzt zwar keine 2 Meter auf Distanz gehen, aber... Abgesehen davon, scheint mir das relativ stark zu sein. Ich meine, habt ihr das gesehen? Okay, ich glaube, wir... Kann ich das Polaroid?
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur irgendwas Polaroid-ähnliches. Wir schauen mal eben hier rein. Oh, danke, 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 danke. Wisst ihr was, Leute? Um irgendwie diesen Run noch schaffen zu können, glaube ich, dass ich jetzt bei dieser Kombo hier bleiben werde. Ich meine, es ist jetzt kein langweiler Shit oder so. Es ist ziemlich dumm, was wir hier alles haben, aber... Ich muss jetzt bei irgendwas bleiben, sonst schaffe ich den Run nicht mehr. Sonst verliere ich einfach. Ich glaube, wir haben genug lustigen die Vorschabernack gesehen. Ich meine, der Epic Hack Run, der war scheiße. Vor allem das ganze Crust-Eye-Zeug ist richtig scheiße. Wie gerne hätte ich jetzt Guppies Paw, damit ich noch irgendwas davon weggeben kann. Okay. Ich werde das halbe Herz eh noch verlieren. Haben wir Tinted Rock? Nee. Okay, gehen wir weiter. Ich möchte übrigens anmerken, dass es immer noch ungewohnt ist für mich, wie klein alles ist. Das hat sich noch nicht geändert. Aber ich spiele immer noch in den geringeren Auflösungen. Oh, was haben wir denn da? Two of Spades, okay. Spades, okay. 56 Schlüssel. Warum nicht? Oh, Rotten Baby. Rotten, 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 rotten Baby. War da nicht vorhin Hive Mind im Shop? Okay, es ist eine gefährliche Kombo, die wir haben. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich bleibe dabei. Einfach, weil es gut ist. Was steht hier? Und da war doch Hive Mind im Shop. Erzählt mir doch nichts. Wir müssen zurück in den Shop, Leute. Range Up wäre übrigens ziemlich wertvoll für mich. Ernsthaft. Was haben wir da eigentlich? Proptosis, My Reflection, Dead Onion. Sonst noch irgendwas? Ich glaube sonst nichts herausstechendes. Ah ja, natürlich. Und hin und wieder noch diesen komischen Polaroid-Effekt von... Ich habe den Namen von dem Item vergessen. Komm, mehr. Da geht doch noch mehr rein, das sehe ich doch. Oh, und wir sind Lord of the Flies. Das ist gut, daher kommen auch die Fliegen. Und dadurch werden die Fliegen auch stärker. Nein, die werden durch Hive Mind stärker. Yeah. Legt euch nicht mit mir an, ich bin der Lord of the Flies. Yeah. Ziemlich cool. Und auch der Fat Protector. Hier werden wir natürlich versuchen, noch auf, an einen Soul Heart zu kommen. Oh, wundervoll. Dankeschön. Ich glaube, ich sollte vermutlich mal nachschauen, ob da unten vielleicht der Boss ist. Lieber Bosskampf? Nein, er ist nicht da unten. Stattdessen Masken. Oh, und ich habe mein Schild. Wundervoll. Weiter runter will ich dann noch gar nicht mehr. Nee, wir suchen Mom, weil dieser Run geht schon viel zu lange. Und ja, ich bleibe wirklich bei der Kombo hier. Ich finde das nett. Vor allem mit dem Rotten Baby. Damit habe ich dann sogar die Chance, eventuell wirklich Damage auszuteilen. Weil die Fliegen sind stark. Meine Tiers treffen nur nichts. Doch, Mom ist da unten. Oh, Bullshit! Wir gehen wieder nach unten, Leute. Hab mich umentschieden. Hab mich umentschieden. Gott, dieser komische... das war dumm. Hier werden jetzt Shielded Tiers eine echt coole Sache. Ach, ich habe auch noch 2020. Deswegen sind da so viele Tiers hier. Alter. Wenn die jetzt mal in den Gegner richtig reingeraten, dann ist der down. Finde ich gut. Finde ich gut. Bin ich ein Fan von. Bin ich ein Fan von. Kann da eigentlich der Geheimraum sein? Ich glaube nicht. Warte mal, wir schauen noch kurz, ob wir den Super Secret Geheimraum irgendwo finden. Und dann vielleicht noch ein Dry Baby. Dry Baby wäre nett. Bekomme ich ein Dry Baby? Schwarzes Herz ist okay. Ist zwar kein Dry Baby, aber man nimmt, was man bekommt. Was steht hier? Du schon wieder. Fucking Automat. Nee, ich gehe einfach zu Mom. So. Was habt ihr davon? Hi, Mom. Ja, ist... Ne, ist guter Schaden. Wollte gerade sagen, ist doch nicht so guter Schaden, aber... Doch, ist es schon. Polaroid. Und wir gehen weiter nach unten. Shit, ich hatte kein Devil Deal. Warum habe ich den Joker nicht eingesetzt? Oh, und wisst ihr, was jetzt eine Herausforderung für mich wird, Leute? Ich darf auf keinen Fall aus Versehen Leertaste drücken. Weil sobald ich Leertaste drücke, ist der Run am Arsch. Und dann haben wir ein Problem. Weil ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder was Brauchbares bekommen werden. Ich wurde nach links gebracht. Oh. Wenn ich bitte wieder dahin... daraus kommen, wo ich hin will. Ja? Nein? Gott, wie er aussieht. Schaut ihr euch mal an. Schrecklich. Entschuldigung! Dankeschön. Fucking Potrot. Ich wurde... Curse of the Maze! Sei verflucht. Das ist der verfluchteste Fluch von allen. Haben wir einen Tinted Rock?
kann keiner erkennen. Oh Gott. Und in der Auflösung schon gar nicht. Wundervoll. Ich muss sagen, wenn unser Gegner zu nahe kommt, dann hat er ein Problem, denn ich bin eine Tierswolke des Todes. Fass die bloß nicht an, Timmy. Fass sie nicht an, habe ich gesagt. Naja. Er hat sie angefasst, oder? Fucking Timmy. Reiß dich zusammen. Dankeschön. Pin. Ich weiß, dass du da bist, Pin. Ich weiß auch. Alter, hast du aufhören willst, den kleinen Punching Bag von mir anzugreifen? Okay. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Naja, nicht so gefährlich. Aber wisst ihr, was ich machen sollte? Ich sollte die hier in die Luft sprengen und da vielleicht ein paar Herzen rausbekommen. Oh, sehr schön. Ich meine, in dem Fall bringen mir sogar die roten Herzen was. Und, komm mit. Stachel, Stachel. Ah, da sind Tinted Rocks. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, meine Herzen... Ja, die Herzen gefallen mir auch nicht. Ich kann nur drei so Special Hearts mitnehmen. Und das ist nicht viel. Alter. Wenn die Tiers ja erstmal richtig positioniert sind, dann haben die Gegner ein Problem. Schau dich das an. Ich mag den Run. Tut mir leid, Level Party, du bist zwar gut, aber der Joker ist nützlich. Du bist auch nützlich, allerdings... Nee, ich glaube nicht, dass du für mich sonderlich nützlich sein wirst. So, gegen welchen Boss werden wir wohl kämpfen? Ich habe keine Ahnung, finden wir es heraus. Au. Fucking Fuckviech. Back in C forever. Oh, okay. Haben wir einen super secret Geheimraum hier irgendwo? Ich sage mal, es wird Mr. Fred sein. Oder doppelte Fallen. Wir haben ja beides recht. Das ist Mr. Fred. Das ist jetzt keine sonderlich große Überraschung. Und down. Seit wann können die Viecher von gerade eben sich so schnell befreien? Tears up nehme ich mit Freuden mit. Und das gefällt mir auch alles ziemlich gut. Guppy Set erstmal. Weil zweites Guppy Item ist gut. The Pact. Sowieso gut. Yeah. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, wir bleiben bei der Satanic Bible. Einfach damit der Run noch irgendwie ein Erfolg wird, okay? Okay? Die Force weg, tut mir leid, wir hatten unseren Spaß damit. Aber jetzt will ich gewinnen. Ja, Mom, hi, ich höre dich. Oh, schaut euch die Tiers an. Schaut euch das an, das ist ziemlich super. Ja, ich bin zufrieden. Oh, das ist saustark. Ich weiß gar nicht, warum es so stark ist. Hat gerade die Fliege den Gurgling gewonnen-hittet? Falls ja, dann danke, Fliege, bist eine gute Fliege. Wenn sobald Gurglings gewonnen-hittet werden, gut, die halten jetzt nicht übermäßig viel aus, aber wenn sie gewonnen-hittet werden, dann ist man auf jeden Fall an dem guten Run dran, kann man sagen. Und ihr kommt mir alle nicht zu nahe. Ich habe da eine Menge Tiers, die euch sagen, ihr solltet besser Abstand halten, okay? Haben wir uns da verstanden? Gut. Ah ja, unser Satanic Bible ist sowieso super stark. Warum nehme ich die Schlüssel überhaupt noch mit? Ich habe 62. Die Schlüssel werde ich eh nie alle verwenden. Guppy's Tale will übrigens jetzt noch ein, Item, das ich so gerne mitnehmen würde. Mit diesem Run freue ich mich übrigens schon ein bisschen auf die Chest. Ich meine, da werden wir bestimmt ein paar coole Items noch rausbekommen. Und das Ganze noch viel verrückter machen. Polyphemus wäre ich ein großer Fan von. Kommst du bitte? Danke. Oh, ein Fünfer. Nehme ich. Schwarzes Herz nehme ich natürlich auch mit Freuden mit. Oh, wenn wir hier Guppy werden, Leute. Wenn wir hier Guppy werden, dann sind wir sowas von stark. Das glaubt ihr gar nicht. Ups. Wie gesagt, Shielded Tears wären ziemlich cool gewesen. Naja, gut. Wir hätten sie nur in den beiden Runs, wo sie uns nichts bringen. In dem einen mit den langsamen Tears, die keinen Schaden gemacht haben. Und den anderen mit Epic Hack, wo Shielded Tears sowieso Bullshit sind in Kombination damit. Oh, da ist ein Tinted Rock. Den nehmen wir doch mit. Hey, Soul Heart. Und hi, ihr. Ey, glaub mal, Mom's Heart wird jetzt schnell down gehen. Pass mal auf, Leute. Ich meine, it lives. So, in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben. Wundervoll. Und wir gehen nach oben. Woo! Dann benutzen wir, glaube ich, auch gleich den Joker. Um zu schauen, was wir hier... Oh, nein. Finstere Kathedrale nicht gut. Ah. Okay, das war's dann wohl mit dem Guppy-Traum. Der Guppy-Traum ist vorbei. Leck mich, Daddy Long Leg. Und du, kleine Spinne, die mich erwischt hat. Du leck mich sowieso. Du bist die Schlimmste von allen. Naja, wirklich. Oh Gott, haltet Abstand, haltet Abstand, haltet Abstand. Ich kann die Viecher nicht auf Abstand halten. Das macht mir ein bisschen Angst. Haben wir einen Tinted Rock?
Vor allem gegen Isaac wird es jetzt gefährlich, dass ich nicht auf Entfernung gehen kann. Dass ich da so nah ran muss. Das wäre eine unschöne Sache, denn Polaroid-Effekt, den können wir auch vergessen. Den wird es nicht geben in diesem Run. Oh, schwarzes Herz natürlich nicht vergessen. Oh, Cricket's Head wäre so schön gewesen. Oder Small Rock. Oh, wie selten. Hi, was hast du denn Schönes für mich? Oh, ein Schwarzmarkt. Schwarzmarkt, Leute. Der ist super selten. Und der hat nur Schwachsinn. Das ist alles Crap. Ich will nichts davon haben. Was, wenn ich da reingehe? Oh, das, wie glücklich. Okay, Leute. Jetzt kann alles passieren. Lucky Foot, okay. Crystal Ball ist sehr gut. Infestation 2, übermäßig gut. Midas Touch, ebenfalls super gut. Okay, es hätte alles passieren können, aber stattdessen ist nicht sonderlich viel passiert und wir sind nach wie vor super stark. Sehe ich eigentlich auch, wo der Boss ist? Sollte mal auf die Karte schauen. Ja, sehe ich. Und hier bekommen wir Mr. Boom. Aber wie gesagt, solange Kisten spawnen, kann hier jetzt noch alles passieren, Leute. Ich kann für nichts garantieren. Wenn Säumel kommt, dann... Oh Gott, wenn die Säumel kommt, dann haben wir verkackt. Dann haben wir verkackt, Leute. Wobei Säumel in Kombination mit 2020 sicher auch interessant ist. Sag mal, wer lebt? Ach du Pupi! Fucking Pupi! So. Stirb. Oh, ich wäre so gern Guppy geworden. Was haben wir da? Oh Gott. 3-Dollar-Bill. Kann gefährlich werden. Wenn wir Flaming Tears haben, dann gibt's auf die Fresse, Leute. Dann bekommen wir sowas von auf die Fresse, das glaubt ihr gar nicht. Ich meine, Flammen, die uns direkt vor dem Gesicht explodieren. Das ist nicht schön, das wünscht man sich nicht. Oh, den Effekt hätte ich gern bei Blue Baby. Ich glaube, Blue Baby wird auch relativ probieren. Oh, Haunt. Gegen dich habe ich heute doch schon mal gekämpft. Fucking Haunt. Ups, zu nah dran. Oh, und Midas Touch ist übrigens super stark. Falls ihr es nicht wusstet. Oh, Magician, so stark, so stark. Magician ist wirklich eine Karte, die im Vergleich zum ersten Isaac tatsächlich halbwegs nützlich geworden ist. Blank Card könnte enorm interessant werden. Wenn wir irgendwas hätten... Oh, shit, wir müssen den... Oh, Number One Tears. Wir bekommen Two of Hearts. Nee, dafür bringt mir die Blank Card nichts, leider. Ups. Ach ja, da haben wir es, Leute. Davon habe ich erzählt. Oh Gott! Es ist noch sehr viel schlimmer, als ich gedacht hätte. Okay, das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Okay, hier haben wir nichts. Wir gehen zum Blue Baby. Wir machen das und... Yeah, geht er down! Gehst du down? Du gehst doch down, oder? Haben wir eigentlich Sad Bombs oder so? Nee. Ach ja. Infestation 2, super stark. Okay, ja, ich würde sagen, das war soweit dieser Run mit dem T4. War ganz okay. Kann man mal machen. Kann man aber auch lassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von der Binding of Isaac Rebirth wieder. Das wird super. Bis dann. Und ciao.